Willkommen zurück zu noch einer Stunde Space Engineers. Im Hintergrund die gute Midna und die Drift Queen, die wieder blöde Kommentare loslassen. Ne? Ja, mit sowas habe ich übrigens den ganzen Tag zu tun. So, was machen wir als nächstes? Könnten mal einen Bohrer bauen, oder? Komm, wir können mal hier die neuen Dinger hier versuchen. Ist das Kurve? Die machen sich liegend eigentlich besser, ne? Machen wir ein normales. Wir machen eine Kiste. So, Conveyor. Ach so, die Herren, vielen Dank nochmal an dieser Stelle für den Hype Train. Wer es nicht mitbekommen hat, sollte sich die letzte Folge mal angucken. Ganz, ganz große Klasse, diese Community. Also macht immer wieder Spaß, muss ich ja doch zugeben. Ich muss es ja doch einfach mal zugeben. Es macht ja doch Spaß. Energy low. Energieloff. Eieieiei. Hype Train Success. You received a Level 1 Hype Train. Share. Choo choo. Guck mal hier. Hype cool. Hype sleep. Geil. Great works. Emote are being delivered to support. Jawoll. Hype pet. Hype sleep. Hype lul. Hype love. Sehr schön. Hype love 1. Wie funktioniert das? Hype Love 1. Geht nicht. Sehe ich die hier jetzt? Search. Hype. Hype Evil? Ach, ich habe nur Hype cool gekriegt. Ah, okay. Na gut. Also doch mal eine Peitsche kaufen. Mein Gott, Kaffee, hör doch auf mit dieser Peitschensache. Das sollte Spaß sein. Du willst doch nicht ernsthaft, dass die mich hier verprügelt. Also hoffe ich. Ich möchte das nicht. Ich möchte nicht gepeitscht werden. Ich finde das nicht schön. Nur damit du es weißt. So. Wie dem auch sei, pass auf, dann würde ich vorschlagen, wir haben jetzt wieder ein Stündchen Zeit. Ein Stündchen machen wir noch. Doch, ja, Stündchen geht noch. Oh, was haben wir heute? Dienstag, ne? Da kann ich ja eigentlich auch direkt die Videos morgen hochladen. Eieieiei. Das wird da wieder anstrengend. Na gut. Ich würde sagen, dann gucken wir, dass wir noch werden an Supporter ausgeliefert. Da, teilen. Doch, ja, teilen. Natürlich möchte ich die teilen. Oh, Entschuldigung. Ah. Ah, herrlich. Ah. Ich kenne viele Peitschen, die sie maximal für dich streicheln. Besser als die olle Fliegenklatsche. Die olle Fliegenklatsche ist von meinem Junggesellenabschied. Die hat Erinnerungswerte. Also jetzt aber. Was wollte ich machen? Ich wollte einen Bohrer bauen. Dafür brauche ich Pisten. So. Das wird ja schon wieder nicht reichen. Das sehe ich doch jetzt schon. Das muss viel größer werden. Ja, dann müssen wir den halt woanders ansetzen, ne? Eins von beidem. Ich hab da eine Idee. Ach nö. So. Ah, herrlich. Die klatschen nur mehr. Nee, 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 nee. Lassen wir das besser. Lassen wir das einfach.
möchte das nicht. Wir könnten ja eigentlich auch hier oben. Ich habe noch eine andere Idee. Ich weiß was. So, oder? Gar nicht so hässlich. So, können wir nochmal Nasen putzen, wenn der das baut. Und dann geht es los. Wir könnten natürlich auch mit einem Mini-Bohr-Schiff anfangen, ne? Obwohl, das lohnt sich nicht. Ich krieg wieder nur Ärger mit Libby. Ah. Eieieiei. So. Metal Grids, na holla die Waldfee, du. Naja, gut, okay. Ich glaube, der hat jetzt auch erstmal da ein bisschen was zu tun. Muss ich hier schon wegarbeiten, oder? Ja. Oder soll man da nur einen Bohrer erstmal dran bauen? Das ist auch Quatsch, ne? Ja gut, wobei es geht eigentlich. Nee, war erstmal ein Bohrer. Oh. Nee. Nee. Nee, wir machen schon direkt zwei. Ja. So. Dann können wir ja hier anfangen, uns hier reinzubuddeln. Oder wir bohren uns halt direkt wieder nach unten. Ist jetzt natürlich auch nicht viel schlechter, ne? Im Gegenteil. Könnten wir da von oben wieder so einen Arm bauen. Dann könnten wir uns da unten bohren. Ha, was machen wir denn? Sorry. Ein Halbframe habe ich wieder einen Punkt von der Bouquet-Liste gestrichen. Na siehste, sehr schön. Sehr, sehr schön. Vorzügliches Bouquet. Kein Stuff dafür. Da bauen wir den erstmal fertig, so weit wie es geht. Oh ja, gut, guck mal, da hat er auf jeden Fall jetzt schon mal einiges nachgelegt, ne, der gute Assembler. Muss man ihm ja auch mal lassen. So. Bauen wir da einen Bohrer rein, das haben wir ja, das haben wir, da können wir ja schon fast gleich mal noch ein, zwei Batterien bauen. Oder noch ein paar Windräder. Dann können wir hier Module drunter klatschen. Dann geht das auch alles was schneller und was besser. Ja, und dann geht's eigentlich schon los, wa? So langsam aber sicher. Können wir uns schon langsam, wie gesagt, einen Kopf machen. Oh. Auch Nickel. Oh, belastend. Ach, immer wieder dasselbe Theater. Ja, weiß ich. Ich hoffe ja, dass die hier, wie gesagt, alle runterrollen. Sieht doch gar nicht so schlecht aus.
Hier bleiben sie kurz ein bisschen hängen. Inventory full. Ja, ist ja nicht schlimm. Ist ja eigentlich sogar was Schönes, wenn das Lager mal voll ist. Muss man ja auch mal so sehen. Bucket wie Eimer, Wicht wie wir Buffet. Ne? Kennst du das nicht? Nö, um ehrlich zu sein, nicht. Kenn ich nicht. Muss ich passen, sorry. Also deine Bucketlist, ja? Deine Eimerliste. Ist ja auch nicht schlimm, ich freue mich über den Hype Train. Und jetzt hast du eine kleine goldene Lokomotive, das ist doch auch was Schönes. So, hat das jetzt hier mal geklappt? Ne, immer noch nicht. Doch, jetzt aber. Ah, für den Motor brauchen wir auch Nickel. Belastend. Aber ich brauche gar keine Motoren, dann geht's. Dann geht's doch. Nervt mich trotzdem, dass ich jetzt Nickel brauche und das nicht habe. Dabei kommt mir aber doch gerade eine Idee, wenn das doch alles hier runter... Na, tut's nicht, aber... Wenn das doch alles hier so runterrollt, es gibt doch hier so Sammler. Vielleicht krieg ich das ja so hin, dass ich wirklich da oben nur noch buddeln muss. Also nur noch so, ne, hier klöbbeln. Und der suddelt das da unten automatisch rein. Wäre auch nicht ganz schlecht, ne? Eine Liste, auf die man Sachen schreibt, die man vorm Abnippeln noch machen will. Ah, irgendwie gefällt mir die Log. Habe ich gar nicht wahrgenommen, bis du das gesagt hast. Na, siehste. Kaffee, frag doch, ich sag dir das. Ja, Nickel haben wir sehr wenig. Dreck. Vielleicht brauchen wir ja davon wenig. Oh ja, okay, ich muss an dem Safe Game aber sowieso was umstellen. Vielleicht habt ihr es gesehen, PCU ist auf 100.000. Das ist natürlich völliger Schwachsinn. Hier unten. Das ist völliger Schwachsinn. Damit kommen wir, also, der Libby und ich echt nicht weit. Nee, das sieht mir zu wackelig aus. So, besser. Entschuldigung. Ach, herrje. Mein Gott. Ja, nach der Stunde müssen wir wirklich ausmachen, Leute. Das geht in den Kopf. Kennt ihr das, wenn Niesen im Kopf wehtut? Das ist sehr, sehr unangenehm. Ehrlich. Eieiei, so. Aber wo waren wir dran? Genau, wir wollten das hier mal fertig machen. So. Dann wollte ich hier Kolben dran basteln. So, 3, das gefällt mir. Wenn jetzt hier vorne noch ein Bohrer dran passt, dann ist doch alles gut. Dann müssen wir den jetzt nur noch hier irgendwo einfügen. Ich glaube aber, wir brauchen... Oh, haben wir noch nicht. Warum haben wir den noch nicht? Wo ist er denn? Da ist er doch, der Drill.
Aber vielleicht habe ich noch keinen. Ja. Soll mir ja eigentlich auch egal sein. So. Ein Bauprojekt. Eins. Ne? Hat er alles drin? Eins, zwei, drei. Jo. Schön. So, dann können wir ihm jetzt sagen, gib mir mal alles, was du schon hast. Das können wir dann natürlich schon verarbeiten. Denn ich möchte ja nicht. Ach so, ich gehe schon mal vor. Arbeit war anstrengend genug. Ja, Dodger. Vielen, vielen lieben Dank. Wie gesagt, war ein sehr, sehr schöner Abend. Schön, dass du dabei warst. Vielen lieben Dank für die ganzen Bits und Bytes und Hypes und was nicht alles. Und dir eine wunderschöne, erholsame, gute Nacht. Lass dich nicht ärgern. Positiv denken. Morgen ist schon Bergfest. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Bergfest sagt man bei uns, dann ist Mitte der Woche. Jetzt geht nur noch bergab. Bergab rollt sich einfacher. Bergab kannst du rollen lassen. Und ja, ich hoffe auf ein Wiedersehen. Nicht wahr? So, den Rest können wir jetzt in die Produktion schmeißen. Dann sehen wir auch direkt gleich, was wir brauchen und was nicht. Und ich vermute, ich kann euch dann sogar gleich noch zeigen, wie man das hier alles ein bisschen umstellt. Weil, wie gesagt, mit 100.000 PCU, da kommen wir nicht weit. Das ist ja Quatsch, seht ihr ja. Hier ist jetzt gerade mal die Basis fertig im Prinzip. Und schon 100.000 PCU, wie sollen wir denn da, wie gesagt, eine Schlacht gegen die Drohnen gewinnen? Das ist also, wie gesagt, völliger Quatsch. Das wird nicht funktionieren. Aber ich krieg das hin. Ja, wir machen das jetzt. Ich könnte mir vorstellen, wir kriegen das noch ans Laufen. Wäre zumindest so meine Wunschvorstellung. Dann gucken wir, ob wir eventuell noch ein oder zwei Windräder gebastelt kriegen. Oh, all components were successful. Hä? Ja, das ist ja richtig geil. Das finde ich richtig, richtig gut. So, dann können wir jetzt den Bohrer einschalten. So, jetzt packen wir die drei Kolben zusammen. So, die machen wir alle auf eine Geschwindigkeit von 0,3. Damit haben die insgesamt 0,1. Das dürfte dann an sich auch hinkommen, oder? Jo. Jetzt packen wir die noch alle in eine Gruppe. Bohrerkolbens. Ne? Soll ja auch wieder für uns zuordbar sein. So, und jetzt steuern die doch raus, ne? Mit insgesamt vom Prinzip her so etwa 0,1. Ja, wabbelt bisschen, ist nicht schlimm. Der Bauernkollege hat immer gesagt, was bisschen Spiel hat, reißt nicht so schnell ab. Ja, gut, wobbelt vielleicht bisschen sehr viel. Könnt ihr ja mal hier den internen Tensor einschalten. Ich tue mich nur mal schwer damit. So, Achtung. Erste. Der zweite. Und der dritte. Wenn das bei allen dreien parallel macht, gibt es meist ein Unglück. Ja, besser, ne? Sieht stabiler aus. Gucken wir mal hier rein. Da kommt auch schon ein bisschen was an Stein durch. Ja, das ist doch schon ein bisschen was in der Raffinerie. Ja, ein bisschen. Oh ja, gut. Daniel! Ja, moin! So schlimm ist er nicht. Aber dir auch einen schönen guten Abend. Siehst du, da schreit selbst die Katze. Schön. Wir können ja mal die Raffinerie ausschalten. Einfach so zum Spaß, um zu gucken, was dabei rumkommt. Mach ich auch mal. Einfach nur, weil ich sehen möchte, wie viel Stein wir hier hinkriegen. Ich denke mal, so viel wird es nicht. Ne, weil wir, wie gesagt, erst bei einem Bohrer sind. Aber ist ja nicht schlimm.
So, den Plunder packe ich mal zurück. Jetzt könnten wir eigentlich von hier auch noch das Eis und so ein Krempel rausholen. Was soll denn noch hier drin? Ja, zumal, wie gesagt, das können wir ja viel besser hier gebrauchen, wo die Kryokammern angeklemmt sind. Jetzt hoffe ich, wir haben noch ein paar Stahlplatten. Haben wir. Sehr gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist die gleiche Höhe. Ja, ne, würde ich mal sagen. Daniel, Mensch, wie ist es hier? Mach die Kunst. Geht's dir gut? Soweit? Jetzt könnten wir ja dann hier theoretisch so einen Hangar reinbauen oder so. Ja, lassen wir hier die Freifläche einfach. Ja, das kriegen wir hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7. Na. So, 3. Machen wir das hier auch, damit das parallel ist, sonst kriege ich wieder Ärger mit Libby. So, ja gut, die Stütze können wir ja trotzdem hier lassen. Ne? Ist ja eher was für die Optik. So. Ist der schon? Ah ne, guck mal, die haben alle noch eine Stufe. Schön. Ja, viel um die Ohren. Mit Renovieren, Garten machen, arbeiten, der übliche Stress halt. Sehr schön. Gruß an Midna. Ja, richtig aus. Die sitzt gerade auf dem Balkon. Mit der Drift Queen. Aber ja, richtig, richtig trotzdem aus. Daran soll es ja nicht scheitern. Na. Stehen die jetzt enger, sag mal? Nee. 2, 4. 2, 4. Doch, der ist 1 zu nah, ne? 2, 4, 6. Nee. 2, 4. Doch, habe ich einen zu nah gebaut. Da guck mal einer an. Ja, da kann das ja nicht passen. Zwei, vier, fünf. So. Zwei, vier, sechs, sieben. Jo, jetzt passt's. Deswegen kam mir doch schon so nah vor, Mensch. Guck mal, und hier der gleiche, ne? 2, 4, 6, 7. Ja, 8. Ich brauche nämlich 7 dazwischen. So sieht das aus. Aha. Boah, keine Interieurplatte mehr, ne? Scheinbar nicht so. Na gut. Ja, lassen wir jetzt die Raffinerie mal an, wa? Wollen wir denn den Stein? 210.000. Okay, das ist doch mehr, wie ich dachte, um ehrlich zu sein. Machen wir hier noch einen Wind rein. Also. Jetzt kann ich hier aber, glaube ich, eins wieder rausschmeißen, ne? Ich lasse es mal drin. Wir werden bestimmt später noch mehr Windräder brauchen. So ist ja nicht. So ist es ja nicht. Und einen neuen Bohrer müssen wir ja auch noch bauen. Oder zwei oder drei. Oh je. Ja, so eine Sani-Station, ne? Das wäre natürlich auch nochmal eine feine Sache. Habe ich dafür noch Ressourcen? Vielleicht sollte ich das mal eher bauen.
Sodele, ich werde mich dann jetzt aber auch in die Falle begeben. Muss zwar nicht früh raus, aber muss mal wieder 1 oder 2 Stunden mehr schlafen. Das letzte Wochenende war nicht existent. Ach herrje. Und da ich ja jetzt eine goldene Locke habe, komme ich auch sicher in die Falle. Lieber Kaffee, auch an dich. Vielen lieben Dank. Großartige Aktion, kann ich nur noch mal wiederholen. Hat richtig, richtig Spaß gemacht mit euch mal wieder. Und ja, wie gesagt, nochmal vielen Dank und gute Nacht. Erhol dich, schlaf gut. Und bis demnächst, würde ich mal sagen, wa? Genau, Grüße an die Frau. Das ist natürlich auch wichtig. Ja, und ich sichere jetzt hier noch unseren Strom. Da schreit meine Katze. Weiß ja nicht, ob ihr das hört. Die schreit auf jeden Fall relativ laut. So, das machen wir noch gerade fertig. So, die fahren wieder zurück, ne? Sollten sie zumindest. Ja, die fahren langsam aber sicher zurück. Dann gucken wir doch mal, ob wir hier noch eine Sani-Station irgendwo hinkriegen. Da, wo es am besten Sinn macht. Hier vorne irgendwo? Ja, ne? Wäre hier jetzt so dran. Hier dran wäre eigentlich auch cool, ne? Ach genau, die Kryokammer, ne? Hat das Ding mit dabei. Aha. Ah, Steinklümpsche. Ah, Steinklümpsche. So, hier möchte ich das haben. Entschuldigung. So, ne? Oh, das sind eine Menge Teile. Mal gucken, ob wir die alle haben. Wäre ja schön, wenn nicht, dann nicht. Mann, ihr seid aber schon was lahm, ne? Machen wir 0,4, machen jetzt aber hier mal 2. Ja, siehst du, das geht doch besser. Das geht doch besser. So, was macht unser Assembler? Der ist wieder ganz schön kräftig hier am Buckeln. So, die sind raus, das heißt, wir können jetzt hier gleich die nächsten dran klatschen. Natürlich nicht, weil da kein Platz ist, wie sich das gehört. So, wir 2? Ja, ne? Tü-t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 ü
Schön hier auch alles in die Tasche, ne? Wir sind immerhin Ökos. Wir wollen also. So, ich hoffe, ich bekomme den nächsten Stream mit. Hab ja keinen DC auf diesem Leppy. Auf dem neuesten kommt es dann drauf. Und ich grüße schon mal alle von der Frau zurück. Das erwartet sie eh. Sehr schön, Kaffee. Sehr, sehr schön. Falls du das auch hörst, bis demnächst. Oh, mein Gott. Danke. Also du schon wieder. Haha, was geht? Alles gut? Ja. Abgefahren. Sie habe ich jetzt auf diesem an diesem Ort hier nicht erwartet. Was haben Sie da vor? Bohrer bauen. Bohrer bauen. Da kann ich Stein abbauen, da kriege ich Ressourcen. Danke, Zarezani. Moment, ich muss eben Nase putzen. Ja, ich muss eben die Nase. Ich würde jetzt sagen, manche nennen mich auch wie einen sprechenden Elefanten, aber da kriege ich bestimmt hier Ärger mit Lizenzen. Ihr wisst schon, was ich meine. Wenn ich jetzt den Namen von diesem Elefanten sage. Ja. Ne? Los, Strahlemann. Alles gut? Ja? Neun Job? Noch nicht. Noch nicht? Oh. Ja, mach mal. Das ist schon, ist so. Ach, naja. Ja, mach mal. Das hat bestimmt auch gute Auswirkungen auf uns. Ja. Ha? Ja, ich hoffe. Ich auch. Sagst du, wir übernehmen auch das Rückstück. Habe ich hier, glaube ich, sogar schon geschrieben. Ne? Ja, jetzt habe ich doch tatsächlich keine Teile mehr für meine Medikal-Hochkomponent. Brauche ich halt Bohrer. Everybody! Hä? Doch nicht? Ich habe doch richtig hart Euro davon. Nice. Hä? Der produziert die jetzt doch? Nee. Aha, okay. Dann kannst du bitte aufhören, in mein Mikrofon zu atmen. Schnuffel, lass das. Ich? Ja, natürlich. Was denn? Du schnaufst. Ich schnaufe nicht. Du schnaufst mich an. Unterstützung auf welcher Seite? Dieses Thema hatten wir schon häufiger. Auf der richtigen. Das ist so schwer. Das sollte nicht schwer sein. Ja, dann mach doch nicht immer so viel Blödsinn. Ist einfach so. Wer stinkt? Du. Gar nicht. Listen and repeat. Immer wenn ich die wasche, stinkt die. Jetzt erläutere bitte auch, was du da hast. Jetzt erläutere bitte auch, was du gerade in der Hand hast. Immer wenn ich die wasche, dann stinkt die. Ja, was soll ich denn in der Hand haben? Ja, weiß ich ja nicht. Denkst du wieder zweideutig? Nein, du. Als ob ich hier mich vor Driftspiel präsentiere und irgendwie... Du hast die kaputt gemacht. Also sie hat gerade so eine Hose, so eine Sonntags-Labber-Jogging-Hose. Ja, sage ich ja. Also das da halt, auf jeden Fall. Du hast die kaputt gemacht. Großartig. Toll, kannst du mir eine neue beste Freundin jetzt besorgen? Mega witzig, wenn sie weint, habe ich gewonnen. Garantie ist abgelaufen, was machen wir jetzt? Ist nicht schlimm, mega witzig. Guck mal jetzt. Nein. außerdem, nö, die wieso? Katze. Was? Die Katze? Welche Katze? Daniel fragt die Katze. Nee, die Katze nicht. Nee. Ich weiß auch nicht. Ich glaube. Ah, ich glaube, die stinkt, wenn du sie wäschst. Achso. Luna! Ich muss da mal was ausprobieren. Da kommt sie. Na, nee, Katze! Kommt sie so ein Schreibtisch? Ui!
Ja, irgendwie hat der ja Krempel in den Weg gelegt. Ah, jetzt müssen wir warten, bis das hier alles fertig ist. Es dauert. Okay, in der Zeit, wo wir hier auf das warten, könnt ihr Drift Queen und Midna eure Fragen stellen. Sie werden diese natürlich professionell beantworten. Ihr habt einen an der Marmel. Gefällt mir. Okay, Daniel, danke, du auch. Is this real life? Du hast auch eine Marmel. Was denn? Bitte? Ich glaube, man versteht dich ganz schlecht. Du musst etwas mehr hier ins Mikrofon reden. Das ist nicht schlimm, ich finde gerade alles lustig. Ich finde gerade alles lustig, okay. Und dann, wenn man dich wäscht, stehst du dann? Ja, try it. Ich kann euch auch noch einen vorhusten, wenn ihr wollt. Das geht auch, bis das hier fertig ist. Gar nicht geguckt, ist das dein scheiß Ernst? Großartig. Und wieso kann ich bitte wieder runter? Ich wollte hier gar nicht hoch. Ich wurde dazu gezwungen. Ich wurde genötigt. Oh je. Es dauert so lang. Rufst du meine Katze? Ja. Guck mal, hier habe ich von der Annika bekommen. Wow. Socken. Sie hat Socken von der Annika bekommen. Tobi, ihr seid frei. Tobi hat eine Socke. Du bist verheiratet, du bist nicht mehr frei. Verdammt! So, das Thema ist durch. Kannst du mir eine Socke schenken? Nein. Auf keinen Fall. Wer macht denn dann meine? Ja. Was? Was denn? Camp für Schütze. Nein, Sarazani. Möchte das nicht. Ich finde, der nächste Hype Train sollte so umgehen, dass du eine Cam hast. Ich finde, es sollte darum gehen, dass du eine Cam hast. Ich stream doch gar nicht. Ja, dann fang doch an. Ich kann dir mal ein Moped ins Kreuz hauen. Nee, kennst du nicht? Nee. Kennst du nicht ein Moped ins Kreuz schmeißen? Nee. Oh mein Gott, wo lebst du? Entschuldigung, ja, glaube ich auch langsam. Weiter, weiter, Junge. Ja. Kennst du nicht den Spruch, kann jemand ein Moped ins Kreuz schmeißen? Weißt du eigentlich, wie weh das tut? Also ein bisschen nach Manu sagt es, aber das war der nicht. Hast du mal eine Socke? Dann eben mit einer Cam. Ja, genau, mit einer Cam. Wupp, wupp. Nein, Sarazani. Also ich finde das gut, warum nicht? Weil ich nicht streame. Ja, dann fang doch an. Hier nimmst du Drift Queen mit. Ich hab keine Zeit dafür. Können wir das jetzt nicht online spielen? Das ist ja voll lustig, wenn wir beide jetzt nicht spielen. Ich würde alle Menschen umbringen. Also nach dem letzten Stream, wo ich anwesend war hier. Das war auch mein letzter Stream. Ach, oh. Als wäre es gestern gewesen. Ja, ne? Haben wir da mal ausgemessen zum Thema Schreibtisch und so, das klappt nicht. Was klappt nicht? Das Problem ist, der Schreibtisch müsste so lang sein, dass man den dann nicht mehr einklappen kann und dann wäre die eine Tür quasi zugebaut, die brauche ich aber. Wofür brauchst du die Tür? Um den Müll wegzubringen. Du kannst auch außen rum gehen, Fräulein. Nein! Das sind 2 Meter mehr. Das sind Spinnen. Dann mach die doch weg. Wenn man da regelmäßig lang geht, dann werden da auch keine Spinnen. Soll ich jetzt wirklich noch die anderen 2 Bohrer machen? Ich habe eigentlich keine Lust, wieder auf Teile zu warten, ne? Sag ich ja ganz ehrlich. Mein Huni! Ist ja ein bisschen lose hier. Ist das normal? Das ganze Ding ist so irgendwie. Juhu! Ich meine, hier heute nicht. Ich brauche unbedingt einen neuen Computerstuhl. Schon wieder? Ja, das ist voll der Schwachstuhl. Wem ist der auf jeden Fall? Bitte! Oh! Mit einer Streams, beste Streams. Ja, siehst du? Ich hoffe, es war deine. Die Katze ausgesperrt.
was meine. Du meinst die, die gerade eben noch auf dem Schreibtisch saß, ja? Ja. Die hast du ausgesperrt? Ja. Ah, meine arme Katze. Ach ja, herrlich. So, wird Zeit, dass das hier mal fertig wird. Kann das mal einer beschleunigen, bitte? Das wäre echt schön. Ne, so schnell geht's leider nicht. Also wie gesagt, ich warte jetzt hier auf die Bohrerteile. Ich pack die hier mal zusammen. Das bringt zwar nichts, aber sieht irgendwie dann cooler aus. Die packe ich dazwischen, dann denken wir, es geht schneller. Hier, guck mal, da packen einfach jetzt die ganzen schnellen Teile, packen wir nach vorne. Dann denken wir, es geht schneller. Ist Livy schon weg? Ja, Livy ist im Bett. Na komm, er hat schon eine Stunde für mich überzogen, ist schon okay. Gucken wir uns hier noch dieses wunderschöne Bohrloch an. Ein sehr schönes Bohrloch, sehr gleichmäßig, sehr schön gebohrt, kann man nicht anders sagen. Sehr geradlinig. Das war ein sehr geradliniger Bohrer. Was? Bitte? Nix. Ja, du wolltest ablästern? Nein. Ja, leg los. Mm-mm. Ja doch, trau dich, komm. Wunderschönes Bohrloch. Nö, ich finde auch, ja. Oh, das ist ja gerade die Ja, jetzt schied dir recht. Hast du jetzt davon. Das stimmt. Schütze schaut sich Löcher an. Ja, ich mag Löcher. Was soll ich machen? Aua! Hör doch mal öff, Ronny! Freund! Ehrlich? Au! Jetzt ist das dein Ernst, tu die verdammte Fliegenklatsche weg! Gut, besser so. In zwei Stunden ist die Wäsche schon vorbei. In 2 Stunden? Jo, ich hab doch schon Fenster auf! Was kann ich dafür? Hauptsache wir beiden prüfen und blick direkt zum Fenster, lügt immer so. Was stimmt denn nicht mit dir? Wenn die Kay sagt, ich hab den Abwasch gemacht. Die Spülmaschine ist offen und nicht an. Aha. Ach, das ist der Abwasch. Abwasch? Ja. Die Kay sagt also, ich hab den Abwasch gemacht, wenn ihr die Spülmaschine anmacht. Nein, einräumt. Einräumt? Die Sache ist noch auf und das Ding ist gegebenenfalls an, aber natürlich nicht zu. Und Mittner beschwert sich, wenn ich sage, ich habe gestaubsaugt. Du drückst den Knopf! Das Quatsch! Ich muss immer vorher deinen ganzen Katzenkrempel wegräumen. And you knuff dead. Ich hab you knuff I'm rigged. Was? Ich kann damit sagen, dass unsere Wohnung dreckig ist. Ich meine, du fährst überhaupt noch rum über der Meile? Oder bist du den nochmal von alleine anmachen? Nicht seitdem wir aus der Flitterwoche zurück sind. Ah. Haben wir nur per Hand gesaugt. Klatsche für die Cave. Ja, ist so. Wir machen den immer per Hand an. Weil mit einer Angst hat vor Katzenbreche. Ja. Wenn sie das schmiert, dann wird sie kriegen, ja. Ja, also er könnte das auf jeden Fall schaffen, sagen wir es mal so. Meint ihr nicht, dass er das packt? Was? Dass er das packt? Der saugt nur. Ach so. Ich wollte gerade sagen, wie? Ich will nicht, dass der durch Breche saugt. Ja, ist es auch, aber. Und Wischen heißt im Endeffekt, er zieht einen nassen Lappen hinter sich her. Also das ist jetzt nicht der Bringer. Das ist jetzt kein vernünftiger Wischmob. Hat unsere auch. Die sind aber für Staub. Und der Lappen ist dann hinten drunter und den zieht er einfach nur mit sich mit. Das ist halt so Mittel, wenn der mit den Rädern dann durch Katzenbreche fahren würde. Katzenbreche! Ja genau, hier sind meine Bohrers. Abgefahren, ne? So Leute, wir haben es geschafft. Jetzt müsste eigentlich auch genügend Nickel wieder da sein, um die Medizinkomponenten herstellen zu können. Und wenn wir die hergestellt haben, dann können wir auch endlich hier unser Gerät fertig machen. Was fehlt ihm denn dafür? Ah, dem fehlt Silber. Ja, dann kann ich wirklich so viel Nickel haben, wie ich möchte. Dann gucken wir mal, dass wir hier nochmal was voll machen. Machen nochmal die Flasche voll. Und dann holen wir nochmal kurz Silber. Und dann ist doch auch gut. Dann haben wir unsere Kryokammers. Dann haben wir sogar unsere Medical Station. Und das Ganze in 3 Stunden. Also ich muss ganz ehrlich sagen, auch für die Leute, die Space Engineers kennen, das ist zeitlich echt guter Schnitt. Ein echt guter Schnitt. Also in 2 Stunden, wie gesagt, die Kryokammern fertig zu haben, doch, das ist ein guter Schnitt.
Da klopft mir sogar mitten auf die Schulter. Und das heißt was. Das tut sie sonst nie. Du hättest oben auf den Container am besten noch ein Gelenk montiert. Kannst du auch nach unten bohren. Ja, da hast du wohl recht, Daniel. Dafür ist jetzt zu spät. Was? Na, ich baue eigentlich ungerne Gelenke noch mit an Bohrern, wenn ich da schon Kolben drauf habe. Aber er hat trotzdem recht. Hätte ich das gemacht, hätte ich natürlich noch nach oben und unten bohren können. Das wäre durchaus effektiver, aber... Ja, mein Gott. Ist halt so. Was? Was willst du mir damit zeigen? Ob das weg soll? Natürlich nicht, warum? Warum sollte das weg? Ach so, in die Wäsche. Mhm. Ja, in die Wäsche kannst. Und das? Ja. Ja. Weißt du, ich bin hier am Arbeiten. Jetzt kommst du mir mit Wäsche. Ich habe gerade eben eine Wäsche gemacht. Sandbox-Game, zu spät? Irgendwie passt da was nicht. Ja, doch. Du kennst das Spiel doch. Da müsste ich jetzt, wie gesagt, anfangen, da den Bohrer wieder zu demontieren oder irgendwo zu fixieren und... Ach, nee. Das passt so. Ich mach noch oben die und unten. Du machst sogar die Wäsche. Das stimmt. Warum gehst du nicht zu Tante Drift Queen in die Werkstatt? Die gibt dir eine Festanstellung. Sorry, Inflation kickt gerade voll. Okay. Also habt ihr mitgekriegt, aktuell keine Festanstellung bei Drift Queen. Es sei denn, ihr bringt ein 2JZ mit, dann ist okay. Ah, wunderbar. Ja, können wir wieder arbeiten. Ah, schon wieder 1000 Stein. Oh, guck mal hier, mein ganzer Schreibtischstuhl ist frei. Wie kommt das denn nur zustande? Keine Ahnung. Frag Drift Queen, die weiß das. Vielleicht klatscht es, ne? Ich bin hier am Arbeiten! So habe ich die Folge wirklich genannt. Was? So habe ich die Folge wirklich genannt. Was? Es klatscht, aber kein Beifall. So, ich zerflexe hier mal kurz den Stein. Sehr gut, hat geklappt. Ah, oh, jetzt gehen wir hier wieder mit dem Bohren. Gerne. Ihr seid doof. Wieso? Ich finde eigentlich, wir sind voll mit Klugheit. K-L-U-K-H-A-I-T. Ah. Das könnte sein. In was? Ein Sandbox-Game. Also ein Spiel, wo man hier so frei gestalten kann. Bisschen plump ausgedrückt. Aber im Prinzip ist es doch so. Oh je. Yeah. Ja, ein Anknopf-Signal. Na nü. Ja, so, jetzt fliegen wir hier durch die Gegend. Dann, wie gesagt, machen wir da unsere Basis fertig und dann ist auch gut. Stein, Eis. Oh, 960.000 Stein, gar nicht so wenig.
Ne, sind nur 960. So, erstmal hier Silber verarbeiten. Sind die Bohrer schon am Ende? Vermutlich, ne? Aber ich denke mal. Das sieht ganz gut aus. Sehr schön, können wir die zurückholen. Da haben wir das dann auch schon geklärt. Ja, sehr, sehr gut. Können wir vom Prinzip her. Können wir da noch Module hier dran klatschen, ne? Hier Speed. Hä? Achso, you need steel palates. Yes, yes. Kann man ein bisschen nicht halten, ne? Ja? Abgefahren. Sehr gut. So, der verarbeitet das Silber. Nee, noch gar nicht. Dann, wie viel haben wir denn in der Flasche? 50? Machen wir die noch einmal voll? So. Dann können wir nämlich noch mal kurz zu Gold 2 fliegen. Denn das brauchen wir für die Superkonduktoren. Und dann können wir auch die sogenannten Yield-Module bauen oder die Effizienz-Module. Also also Effizienz von wegen, die holen mehr aus der Masse, die reinkommt. So. Ja, jetzt habe ich. Ja, dann haben wir innerhalb von 3 Stunden eine gute, wirklich jetzt schon gute und voll ausgerüstete Basis gebaut. Also ihr habt dann die große Raffinerie, ihr habt den großen Assembler. Und eigentlich ist alles da, was man so braucht. Vom Prinzip her könnt ihr dann mit der Basis, könnt ihr dann loslegen. Und ich glaube, das ist ein Eisenklumpen. War das ein Eisenklumpen? Ein Eisklumpen? Ah, na gut. Jetzt haben die mir hier auch noch einen Ventilator angemacht. Jetzt werde ich auch noch angepustet. Ich packe es nicht. Ich bin doch schon krank. Guck mal, ignorieren. Einfach ignorieren. Ja, ja. Hm? Ja, okay, danke. Entschuldigen Sie. Gut. Haben Sie Chivapchichi? So, Gold. Ich komme. Ja, vorsichtig, rechtzeitig bremsen. So, und los geht's. Geh mal gerade runter. Zack, zack. Kann ja nicht wahr sein, warum sagt er denn jetzt, ich soll in die Richtung? Das wird doch hier schon wieder ein Irrgarten. Der ärgert. Aha, da ist doch Gold. Hehehehe, Gold.
Ne? Stein und fast kein Gold. Also wie gesagt, eine sehr, sehr undankbare Arbeit, Gold abzubauen. Sehr undankbar. Zum Glück können wir da ja unsere Mittel. Fix die Steine weggeflext hier. So. Und weiter geht's. Inventory full. Ja, komm, wir lassen es gut sein. Eine Tonne haben wir. Zack. Ja. Können wir bitte den Ventilator ausmachen? Danke. Uiuiuiui. Ah, Gott, ey. Ah, so, sorry, ich muss aber kurz Nase putzen. Irgendwer kommt auf die Idee, dem Kranken einen Ventilator in den Rücken pusten zu lassen. Kann man sich kaum vorstellen. Ah, so. Ha, weiter geht's. Gleich geschafft. Ach ja. Leute, tut mir Gefallen, werdet nicht krank. Das ist echt unnötig. Braucht man nicht. Ach ja. So, alles hier schön im Kuh-Outfit, ne? Von außen auch noch. Sehr gut, das ist wichtig. Wir wollen ja auch der Linie treu bleiben, sozusagen. Nicht wahr? So, jetzt haben wir aber auch schon Gold. Das heißt, wir können gleich Superkonduktoren bauen. Ich würde wieder 2 Speed-Module dran knallen und 2 Superkonduktoren. Ja, ich glaube, das ist eine gute Mische. Bei der Raffinerie. So, auch fertig. Ach, ist noch nicht fertig. Wir müssen die ja noch anschließen. Ah, ja, klasse. Uiuiuiui. Eingedreht. Hä? Jetzt haben wir kein Eisen mehr? Wollte gerade sagen, hör auf. Auf jeden Fall habe ich Eisen. Das Ding hat doch hier gerade auch Stein verarbeitet, noch und nöcher. So, jetzt sind wir wieder in dem typischen Hamsterrad von Space Engineers. Nur noch das, nur noch das, nur noch das. Und ja, dann ist eigentlich auch schon wieder sehr spät. Guck jetzt nochmal gerade auf die Streamzeit. Ja, wird wieder Zeit. Gut. Okay. So, was haben die hier gebaut? Jo. Ja, kann schon fast als Hangar durchgehen, ne? Fast. Noch nicht ganz, dafür müsste es... Ich würde sagen, wir machen es noch 2 breiter. Und dann hätte ich jetzt gesagt, nach oben und unten noch ausweiten. So, eine Reihe oben, eine Reihe unten. Da kommen wir insgesamt auf 21 Bohrer. Das finde ich so eine gute Sache. So, dann machen wir. So. Die langsam mal fertig machen.
So, dann können wir hier aber schon mal was abarbeiten. So, wie gesagt, hier soll auf jeden Fall noch ein Bohrer nehmen. Dann arbeiten wir das hier schon mal raus. Dann passt der wenigstens auch. Ich glaube, das geht nicht so gut. Ja, mein Gott. Ist ja nicht schlimm, sobald das Ding hier angeklemmt ist, ist auch wieder alles gut. Sehr schön. So. Jetzt habe ich aber auch alles geschafft, was ich machen wollte. Und funktioniert. Hervorragend. So, große Raffinerie, großer Assembler, O2-Generator und sogar schon Bohrers. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Schon mal präventiv, die kann man immer gebrauchen. Stahlplatten kann man einfach immer gebrauchen. Kommt dann die schon. So. So, dann jetzt Speedmodule. Zack. Zack. Und zack. So. Da machen wir ein Speedmodul hin und da machen wir ein Speedmodul hin und jetzt machen wir hier noch diese Yield-Module. Ja, passt. So, sehr schön. 1, 2. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. So. Die haben wir jetzt in der Produktion. Und ab im Bett. Oh, okay. Nochmal Flasche voll machen für sich mal. So, ihr Lieben. An dieser Stelle vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch jetzt eine wunderbare, gute und erholsame, ruhige Nacht. Safe as never surrender 1. So. In diesem Sinne, wie gesagt, bis demnächst. Schlaf gut und auf Wiedersehen. Tschüss.